Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Elsea, schön, dass wir auch dieses Jahr wieder bei Ihnen sein dürfen zum Gesundheitstalk. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht und ich hoffe im Gegensatz zu mir, dass die Weihnachtskekse und die köstlichen Festtagsbraten sich nicht auf der Badezimmerwaage bemerkbar gemacht haben. Leider nein. Da sind wir alle Menschen gleich. Ja, und damit sind wir schon beim heutigen Thema. Viele Menschen wollen oder müssen ihren bisherigen Lebenswandel ändern und Gewicht reduzieren. Im Hauptaugenmerk liegt natürlich, durch das Abnehmen die Lebensqualität zu steigern und natürlich was für die Gesundheit getan zu haben. Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum lagern wir denn überhaupt mehr Fett ein, als wir brauchen und was passiert im Körper, wenn wir dann abnehmen? Ja, die erste Frage ist einmal relativ leicht zu beantworten. In grauer Urzeit waren wir froh, dass wir für nahrungsangebotsarme Zeiten, wie zum Beispiel dem Winter, uns einen sogenannten Speck hinauffressen haben können, was natürlich in der heutigen zivilisierten Gesellschaft kaum mehr erforderlich ist. Viele Tiere fressen sich noch einen Winterspeck rauf. Andererseits leider das Hungergefühl, das permanente, ist seit grauer Vorzeit auch nicht verschwunden und deswegen essen wir weit mehr. Zur Frage 2 beim Abnehmen, da gibt es sehr viele komplexe Stoffwechsel- und hormonelle Vorgänge, die aus Zeitgründen nicht besprochen werden können. Vielleicht können wir das einmal in einem extra Thema behandeln. Gerne. Ebenso viel hört man ja über das gute und das böse Cholesterin. Können Sie mir da kurz den Unterschied erklären? Erstens einmal, das Cholesterin ist eine lebenswichtige Substanz, ohne der könnten wir nicht existieren. Große Teile des Nervensystems bestehen aus Cholesterin oder unsere Sexualhormone werden aus Cholesterin gebildet. Cholesterin verbindet sich im Blut mit anderen Fetten und Eiweißen und je nach prozentuellen Anteilen spricht man dann von gutem Cholesterin, den HDL-Cholesterin, das der Atherosklerose, der Gefäßverkalkung entgegenwirkt und auf der anderen Seite vom LDL-Cholesterin, dem schlechten Cholesterin. Wie hoch darf nun das schlechte LDL-Cholesterin sein, beziehungsweise wie hoch sollte das gute HDL-Cholesterin sein? Das HDL-Cholesterin soll so hoch wie möglich sein, das LDL so niedrig wie möglich. Für uns Ärzte stellt sich die Frage anders, wann muss man eine medikamentöse Therapie des erhöhten Cholesterinspiegels einleiten? Und hier spielt vor allem das LDL-Cholesterin eine Rolle, abhängig wie viele sonstige Risikofaktoren noch vorhanden sind. Hat man nur erhöhtes Cholesterin alleine, behandelt man ein LDL-Cholesterin erst über 190. Und je zusätzlichen Risikofaktor senkt sich das Ganze dann um jeweils 30 Punkte, entweder 160, 130, 100 oder bei Hochrisikopatienten sogar auf unter 70. Das Cholesterin, das schlechte, kann man hauptsächlich mit Medikamente senken. Medikamente erhöhen kaum das gute Cholesterin. Hier sind Allgemeinmaßnahmen, Lebensstiländerungen erforderlich und hier spielt vor allem also die körperliche Bewegung eine wichtige Rolle, um das HDL-Cholesterin zu erhöhen. Wie wichtig ist es jetzt beim Abnehmen, Sport zu betreiben bzw. Bewegung zu machen? Also ganz wichtig, denn wir wissen ganz genau, dass körperliche Bewegung das Cholesterin senkt, das HDL-Cholesterin erhöht. Insgesamt hat man weniger Hunger und wir wissen auch ganz genau, dass wenn man körperliche Bewegung macht, aber kompensatorisch mehr isst, also das Gewicht gar nicht reduziert, dass man trotzdem viel gesünder lebt. Welche Art von Sport soll man denn da betreiben, beziehungsweise wie oft in der Woche? Also prinzipiell ist Ausdauersport das Richtige. Schnelles Gehen reicht. Natürlich, je intensiver die Aktivität ist, umso mehr Erfolg hat man. Und man spricht von mindestens 2 Stunden pro Woche, aufgeteilt in mehrere Einheiten. Und hier natürlich auch, je mehr Stunden, umso effektiver ist das Ganze. Ja, und was können dann ältere oder kranke Menschen tun, die eben bewegungseingeschränkt sind? Also erstens einmal, es gibt kaum Menschen, die keine Bewegung machen können. Sogar der schwerst Herzkranke, der nach 10 Metern Gehen keine Luft mehr bekommt, der geht halt 10 Meter, macht 5 Minuten Pause und geht wieder 10 Meter. Andererseits, wenn wirklich jemand sich nicht bewegen kann, ist sicher die passive Bewegung möglich, die natürlich nicht so effektiv ist. Oder denen bleibt halt nur die Kalorienreduktion übrig. Wann ist es denn wichtig, einen Arzt beim Abnehmen zu Rate zu ziehen?
Bei einem gesunden Menschen würde ich empfehlen, ab gewollter Gewichtsabnahme von 5 bis 10 Kilogramm. Bei kranken Menschen teilweise schon bei 2 bis 3 Kilogramm. Ab 10 Kilogramm gewünschter Gewichtsabnahme sollte man auf jeden Fall eine medizinische und diätologische Beratung durchführen lassen und auch eine entsprechende Begleitung während der Gewichtsreduktion. Und warum ist das so? Es kommt während der Gewichtsreduktion zu verschiedensten Veränderungen im Körper, wie wir ja schon besprochen haben. Einerseits entsteht vermehrt Harnsäure, die kann zu Gichtanfällen führen. Man kann Steine, Nierensteine, Steine in den ableitenden Harnwegen bekommen. Hat man Diabetes und man nimmt ab, steigt die sogenannte Insulinsensibilität. Die Leute können Blutunterzuckerungen bekommen. Ähnliches gilt. Auch der Blutdruck wird besser, niedriger, also wenn man Gewicht reduziert, kann es zu Kreislaufproblemen kommen. Manche Leute trinken auch zu wenig, weil sie glauben, wenn sie weniger trinken, haben sie weniger Gewicht auf der Waage, was natürlich ein kompletter Schwachsinn ist, weil es geht ja nicht um die Gewichtsreduktion, sondern um die Fettreduktion. Es kann zur Einschränkung der Nierenfunktion führen, die vielleicht sogar unwiderruflich ist. Um dem entgegenzuwirken, sollte man regelmäßig nicht nur Gewichtskontrollen, die man ja zu Hause selbst durchführen kann, sondern auch Körperfettmessungen, Körperwassermessungen, Muskelmessungen und verschiedenste Laboruntersuchungen durchführen lassen. Sind Nahrungsergänzungsmittel beim Abnehmen sinnvoll oder soll man es eher lassen? Also unter ärztlicher Aufsicht kaum. Wenn jemand jedoch alleine abnimmt und das nicht unter ärztlicher Kontrolle, dann ist es meistens schon sehr sinnvoll, vor allem wenn man stärkere Gewichtsreduktionen anstrebt. Warum leiden eigentlich so viele Menschen nach dem Abnehmen unter einem sogenannten Jojo-Effekt? Das heißt, nach einem Jahr habe ich wieder das Ausgangsgewicht vor der Diät. Naja, die meisten Leute nehmen zu rasch zu viel ab, also die führen eine richtige Crash-Diät durch. Sie sind dann geistig noch nicht fit, sozusagen den umgestellten Lebenswandel auch weiterhin durchzuführen, nehmen dann natürlich rasch wieder zu. Und eines muss man dazu sagen auch, dieser Jojo-Effekt ist etwas ganz Schlechtes. Wenn einer nicht sicher ist, dass er dann das Gewicht halten kann, sollte man ihn sogar von einer Gewichtsabnahme abraten, weil das dann viel gesünder ist als dieser Jojo-Effekt. Lässt sich das irgendwie vermeiden? Also so ein Jojo-Effekt lässt sich leichter vermeiden, wenn man nach Erreichen des gewünschten Zielgewichts zumindest für ein Jahr lang noch ärztliche Begleitung, diätologische Begleitung in Anspruch nimmt. Essstörungen können ja drastische Ausmaße annehmen. Ich spreche da die Fettleibigkeit und die Esssucht an. Mit welchen Maßnahmen können Sie denn solchen Patienten helfen? In erster Linie der Gang zum Psychiater zu empfehlen. In zweiter Linie, wir nennen das morbide Fettsucht, also wenn wirklich also einer mit einer Körpergröße von 1,60, 150 Kilogramm hat, sind sicher auch chirurgische Maßnahmen zu überlegen und dem halt der Gang zum Chirurgen zu empfehlen. Dann bedanke ich mich für das ausführliche Gespräch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wechseln jetzt sozusagen den Schauplatz und gehen zu einer plastischen Chirurgin, zu Frau Dr. Brigitte Schneider.